Ohio, Caddies, hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer React-Time-Folge. Und zwar heute haben wir den realen Irrsinn mal wieder. Er geht uns nicht aus, wir haben genug Folgen noch vor uns, die wir reacten können in rauen Mengen. Und solange ich den Shieldy da habe oder den Minato Namikaze, die mir regelmäßig Sachen vorschlagen, oder vielleicht auch Fanboy, der mir auch schon was vorgeschlagen hatte, wenn er das weitermacht, haben wir natürlich immer genügend Zeug, was wir reacten können. Und heute geht es um die Stadt Wuppertal. Und was macht die Stadt Wuppertal? Die zäunt ein. Ja, stellt euch mal vor, die zäunen ein. Wisst ihr, wen die einzäunen? Die Anwohner. Ja, die bauen einfach Zäune um die Anwohner. So stelle ich mir das jetzt. Ich stelle mir das komisch vor, so wenn du stehst so in der rum und erhältst dich mit jemandem, willst voll saufen, stellst fest, da ist jemand, komm, hat eingezäunt. Aber ich glaube, das geht eher um größere Grundstücke, die dann einfach eingezäunt werden, weil die Wege, die sie zusätzlich benutzen, nicht funktionieren. Wir hatten das ja schon mal mit einer Folge mit einer älteren Dame. Die hatte mir das Schild auch vorgeschlagen gehabt, jetzt vor kurzem nochmal in der Liste. Aber die hatte ich schon mal reacted, da bin ich mir sicher. Und deswegen machen wir das, habe ich die rausgezogen erstmal. Sollte ich natürlich feststellen, dass ich diese Folge noch nicht habe, dann müsste ich natürlich gucken. Aber wie gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass wir das haben. Und deswegen, wir gehen mal rüber. Ich habe das Ganze schon vorbereitet. Ja, gute Vorbereitung ist alles, das sage ich immer wieder. Und wir schauen uns mal zusammen an, was es mit dem Einzäunen der Bewohner in Wuppertal zu tun hat. Also los geht's. Regelmäßig gehen Wuppertaler Anwohner wie Hans-Peter Gretz durch ihr Gartentor nach draußen. Ein Unding. Schließlich gehört die Fläche dahinter der Stadt. Ja, ich hab's mir fast gedacht, genau das ist das Problem. Wenn man ein Grundstück hat, darf man zwar auf dem Grundstück einen Zaun anlegen, man darf auch überall Tore hinbauen. Das Problem ist nur, dass meistens das dann ein Stückchen ist, was natürlich wieder der Stadt gehört. So gehwegmäßig oder begrünungsmäßig oder so. Und wenn man da natürlich bei Begrünung, gerade bei normalen Straßenzugang, Bürgersteig, ist das natürlich nicht ganz so schlimm. Aber bei begrünten Flächen oder Grasflächen oder so, ist das natürlich so, dass wenn man da drüber läuft, ohne dass da Platten liegen, die dann auch von der Stadt genehmigt sind, dass die da liegen, dass man da das Problem hat, dass man da Trampelpfade anlegt und natürlich die Natur kaputt macht. Und das ist natürlich ganz schlecht, denn die Natur kaputt machen in der Stadt, das darf nur die Stadt selbst. Ja, aber schauen wir mal, ich gehe mal davon aus, dass es genau darum geht. Aber die hat eine praktische Lösung gefunden, solch renitente Rentner im Zaun zu halten. Ja, genau. Den haben sie jetzt aber auch noch so intelligent da angebracht, dass man weder links noch rechts vorbeigehen kann. Außer man ist gärtenschlank und hat ungefähr die Dicke eines Blatt Papiers. Dann kommt man da vorbei. Aber ich finde das trotzdem eine Frechheit. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil so geht's nicht. Weil dann sollen sie klipp und klar sagen, keine Gartentore nach hinten raus, bitte nur vorne raus. Okay, aber so nicht. Oder sie sollen die Möglichkeit geben, dass die Anwohner entsprechend Wege bauen dürfen, beziehungsweise die Genehmigung dafür kriegen, diese Wege zu bauen. Weiter geht's. Die Stadt sagt, es ist unser Privatgrundstück. Sie haben das Recht, dem sie es nicht gestatten wollen, auch den Zugang zu verwehren. Ja, und damit hat die Stadt, gerade die Stadt Wuppertal, für mich eins, nämlich einen großen Knall. Überleg doch mal. Das wäre beispielsweise die Möglichkeit einer Einnahmequelle. Sagt, ein Stück Weg, gut, okay, Meter breit, Meter lang oder zwei Meter lang, pro Meter 5 Euro. Monatliche Nutzungsgebühr. Hey, das ist doch eine Einnahmequelle. Im Übrigen, Stadt Wuppertal, ich krieg bitte 20% von den Einnahmen. Nur so als kleiner Hinweis. Kontonummer kann bei mir erfragt werden. Frage bitte unten in die Kommentare. Ah, ich bin gerade gut. Ich bin gut drauf. Das gefällt mir. Die Folge gefällt mir jetzt schon. Punkt. Genau, denn um auf den Freizeitweg hinter seinem Gartentor zu kommen, läuft Herr Gretz seit 30 Jahren über den Grünstreifen. Seit 30 Jahren, Moment. Und jetzt fällt ihnen ein, dass sie jetzt da einen Zaun hinbauen, weil sie jetzt plötzlich nicht mehr wollen, dass da die Leute durchlaufen.
Wuppertal, ihr habt nicht nur einen Knall, ihr habt einen ganzen Haufen an Knalls. Knellen. Könnt ihr mir jemand sagen, was die Mehrzahl von Knall ist? Jetzt kommt mir nicht mit Knaller. Gut. Also ich glaube, da ist dann eher so schon die Frage, ist da nicht vielleicht eher ein Gewohnheitsrecht, das greifen könnte? Sollte man mal einen Anwalt fragen, der sich vielleicht damit auskennt oder Möglichkeit hat, jemanden zu fragen, der sich damit auskennt? Herr Solmecke, ich hätte da mal eine Frage, bitte. Ein Fehltritt, den die Stadt nicht mehr toleriert. Wir haben dann einen Zaun aufgestellt, weil man für die Benutzung öffentlichen Grundes einen Vertrag mit der Stadt abschließen muss. Siehste, geht doch. Dann bietet den Leuten doch eher erstmal einen Vertrag an, statt da einen Zaun hinzubauen, den ihr im Falle, dass ihr einen Vertrag mit den Anwohnern eingeht, auch wieder abreißen müsst. Und jetzt kommt der Gag, weil ich gerade den Herrn damit sehe mit den Papieren. Garantiert hat er irgendwo in seinem Vertrag für das Grundstück drin stehen, dass er dieses Nutzungsrecht hat. Dann lache ich mich jetzt check ich. Ich muss da nur sehen, wie ich das reinkriege. Eben, und weil Herr Gretz und seine Frau so einen Vertrag nicht haben und deshalb kein Geld für die Nutzung bezahlen, übertreten sie nicht nur öffentlichen Grund, sondern auch das Gesetz. Aha, okay. Warum einfach, wenn es auch umständlich geht? Wir könnten ja rein theoretisch den Vertrag anbieten. Aber wir bauen erstmal. Erstmal wird radikal abgeriegelt, damit da keiner rauskommt und keiner reingehen kann und überhaupt. Und dann verschwenden wir schon wieder Steuergelder. Statt Steuergelder einzunehmen, indem wir jetzt mal sagen, hier, pass auf, Sie haben jetzt 2 Wochen Zeit, hier haben Sie den Vertrag, unterschreiben Sie den. Wenn Sie den Krieg machen, okay, wenn nicht, dann machen wir dicht. Aber lieber erstmal umständlich. Ja, kennen wir ja, Städte. Da das Gesetz für alle gilt, haben wir da den Zugang verunmöglicht, sozusagen. Ja, und damit ein sowas Dämliches gemacht, dass man, dieses Grinsen, dieses Lächeln. Es ist ein Lächeln. Von welchem Weg redest du jetzt? Ich weiß es gerade nicht. Also Kistkeller schreibt jetzt hier ja gerade, dass wir das auch jahrelang haben. Von welchem Weg redest du? Bei der Henriette Fürth? Ach so, den meinst du. Ach so, ja. Ja, Moment. Ja, gut, okay. Das war aber nicht die Stadt. Das ist, im Endeffekt ist das, ich muss euch kurz erklären. Also wir haben hier in Frankfurt ein großes Wohnungsbauunternehmen, das ist die ABG. Und die hat viele, viele Häuser, auch viele, viele Tochtergesellschaften, wie die Wohnheim GmbH, die für den Flughafen, für die Flughafenwohnungen, die gehören auch zu großen Teilen der ABG. So, und wir haben hier ein Haus das ist ein Block und da ist ein Weg, wenn man von der Bushaltestelle kommt, in der heißt Henriette-Fürth-Straße, wenn man da an der Bushaltestelle aussteigt, kann man an diesem Weg lang gehen und kann ein bisschen abkürzen, anstatt einen etwas größeren Rundweg von außen rum zu machen. Und vor ein paar Jahren kam die ABG auf den Gedanken, nö, das wollen wir nicht mehr, warum auch immer. Vielleicht einfach Abnutzung der Platten, die da verlegt sind. Und wir machen dort ein Tor, wo Schlüssel nur für die Anwohner sind. Einige findige Leute waren dann so schlau und sind um den Zaun rumgegangen, weil sie haben den nur ein Stückchen reingebaut und haben gedacht, die Leute laufen da nicht durch das Gestrüpp durch. Ja, die haben ihnen gezeigt, dass es doch geht. Gut, okay, man muss sich um einen Baum rumquetschen, aber das ist notfalls auch möglich. Und aber das Tor steht mittlerweile so häufig offen, dass die Leute trotzdem da durchlaufen können. Deswegen, okay, also das mit dem Baum, ist der Baum weg oder was? Das ist noch genial. Das ist, gut. Wie gesagt, es ist doch schon lustig, aber das ist halt wirklich, geht es wirklich so nicht darum, dass die Stadt das verboten hat, sondern es ist einfach so, dass der Besitzer dieses Grundstücks gesagt hat, nein, wir wollen das nicht mehr. Und genau.
Also, wie gesagt, es ist eine Privatsache. Es ist ein Unterschied, ob das eine Privatperson macht und sagt, das ist mein Privatgrund, hier habe ich zu entscheiden, oder ob das öffentliche Fläche ist, wobei man da dann sagt, es gibt die Möglichkeit, einen Vertrag abzuschließen, aber man bietet den Vertrag erstmal gar nicht an. Man macht einfach mal komplett dicht. Das ist das Problem. Und das ist hier da massiv das Problem. Das sehe ich kritischer als das mit dem, was die ABG da gemacht hat, weil die ist in dem Sinne im Recht, das ist ihr Privatgrundstück. Und wenn sie sagt, wir möchten nicht, dass da Fremdleute durchlaufen, dann ist das klar. Dann ist das ihr Recht und dann dürfen sie das. Aber das ist ja Privatgrund. Die Sachen, die hier in der Stadt sind, also Fußgängerwege, Straßen, Übergänge, Ampeln, Treppen und so weiter, das sind ja alles Sachen, die aus Steuergeldern bezahlt werden. Und wer zahlt die Steuergelder? Die Bürger. Und damit ist das eigentlich Bürgergrund. Also, das ist, ja, man muss nicht für jede Kleinigkeit ein Gesetz machen. Das ist einfach so. Manchmal ein bisschen über den Tellerrand hinweg gucken. Aber so wie die aussieht, hat die wahrscheinlich auch nicht mal Teller zu Hause, sondern nur Schüssel. Und die Stadtverwaltung hat ihre Verunmöglichkeiten voll ausgeschöpft. Zunächst kippt sie Herrn Gretz eine Fuhre Totholz vors Gartentor. Ja, hey, ist doch praktisch. Also das finde ich jetzt schon ein bisschen praktisch. Nicht unbedingt an dem Platz, aber das ist ein praktischer Gedanke. Da könnten Kleintiere drinnen wohnen. Hm? Ja, genau. Dann eine Betonschwelle und schließlich installiert sie den 2,10 Meter hohen Zaun. Ja, und also sie haben Totholz hingeschüttet, das kostet Geld. Sie haben eine Betonschwelle hingebaut, das kostet Geld. Wobei, sie haben die Betonschwelle so dämlich hingebaut, den könnte man als Übergang benutzen. Das ist ihnen vielleicht dann auch aufgefallen, deswegen haben sie den 2,10 Meter Zaun hingebaut. Und der Zaun kostet natürlich auch noch Geld. Nicht nur der Zaun selbst und das Material, sondern auch das Hinbauen. Also, ja, jetzt müsste man mal gucken, ob der Zaun wirklich, also der Zaun, den der Herr gebaut hat, wirklich das seine Grundstücksgrenze ist, oder ob er nicht vielleicht den Zaun 10 cm weiter hinter gebaut hat, denn dann könnte er findig sein und könnte sagen, Moment mal, ihr habt auf meinem Grund gebaut, zahlt mal für die Benutzung. Und auch die Schleichwege der anderen Anwohner am 22 Kilometer langen Rad- und Fußweg hat die Stadt schon im Visier. Ah, sie haben erst mit einem angefangen und geben bei den anderen nicht. Was ist denn mit der Gleichstellung aller Leute dann da? Was ist denn das für ein Gag? Muss man nicht verstehen, oder? Also, nein, ich sag jetzt nicht, was mir gerade auf der Zunge liegt. Das mache ich in den letzten Tagen öfter. Ich schlucke öfter Sachen runter, die mir auf der Zunge liegen. Ich weiß nicht, wie viele Grundstücke da insgesamt sind, aber da guckt man natürlich auch peu à peu. Wir haben ja auch unsere Leute, die Strecke kontrollieren. Ja, ja, ihr habt die Leute, die Strecke kontrollieren. Und es ist ihnen aufgefallen, dass bei einem einzigen das der Fall ist. Und nur bei diesem einen einzigen. Ja. Hat mal jemand ein Brett? Ich möchte mir gerne ein Brett vom Kopf nageln. Weil da habe ich vielleicht auch mal die Sicht, die Leute in solchen Stadtverwaltungen haben. Sie will mir nicht allen Ernstes erzählen, dass die Leute dort immer kontrollieren und ihnen fiel nur dieser eine Zugang auf. Die anderen sind egal, nur dieser eine. Hier. Ja. Was? Nix ist Brett vor deinem Kopf. Wieso hast du was dagegen? Ist doch mein Kopf. Kontrolle ist gut, abbauen ist besser. Denn überraschenderweise hat die Idee heftigen Bürgerwiderstand vom Zaun gebrochen. Ja, Viva la Revolution! Wir revoltieren gegen die Stadtverordnung. Ja, so muss das sein. Richtig so. Solidarität den Bürgern. Wählt bloß nicht die falsche Partei. Und nun hat man den lieber wieder abmontieren lassen. Kostet ja nix in Wuppertal, der Stadt der unbegrenzten Verunmöglichkeiten. Ja. Geil. Am Ende haben sie ihn dann doch wieder weggemacht, weil sie festgestellt haben, sie können gegen die Bürger nicht ankommen. Klar, weil man könnte ja, es könnte ja irgendjemand Findigen eingefallen sein, oh Gott, Moment mal, die zahlen ja unsere Gehälter. Also die zahlen das Geld, mit dem unsere Gelder bezahlt werden. Genau. Ja. Aber lieber Schildi, danke.
hundertprozentig danke. Also, das war wieder eine tolle Folge. Ich fand sie geil. Echt geil. Das war richtig zum Aufregen. Ja, ich liebe so etwas. Mein Blutdruck steigt wieder. Ich merke es richtig. Ich muss mal was trinken. Kurz, kleinen Moment. So, weiter geht's. Ja, also, wenn auch euch das Ganze mit meinen Kommentaren gut gefallen hat, bedanke ich mich natürlich für alle Daumen hoch, die da kommen, für alle Abos, die ihr daraufhin abschließt und für die Glöckchen, die ihr aktiviert. Wie gesagt, ein herzliches Danke dafür. Und wenn ihr was loswerden wollt, hey, da gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Ganz da unten, da ist eine Kommentarfunktion. Da könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr was reintippern und es abschicken. Wenn ihr da Ideen reinschreibt, was man reacten könnte, dann tue ich das vielleicht sogar machen und dann landet ihr auch in den, in dem Trump-Deal in der Videobeschreibung namentlich erwähnt, dass ihr das vorgeschlagen habt. Könnt ihr mal gucken, da sind schon einige. Ich habe das vor kurzem ein bisschen abgeändert, deswegen sind da noch nicht ganz so viele, aber normal erwähne ich das immer, genau. So, ja, und wenn ihr das Originalvideo aber mal sehen wollt, ohne dass ich was dazu sage, da unten in der Videobeschreibung ist der Originallink drin. Da könnt ihr dann bei die Kollegen rüber von Extra 3 hüpfen, da auch ein Like und ein Abo da lassen. Und weil wir da gerade dabei sind, dann machen wir das mal ganz einfach. Moment, da machen wir das so. Und dann machen wir das so. Ups, so. Hier ist abonnieren. Und hier ist liken. Gleiche Stelle wie bei mir. Gut. Und wenn ihr mal miterleben wollt, wie ich mich live vor der Kamera darüber aufrege, über solche Dämlichkeiten, die in Deutschland wirklich zuhauf vorkommen, dann unten in der Videobeschreibung ist auch noch der Link zum Twitch-Kanal. Einfach draufklicken, wenn ich nicht direkt online bin, dann seht ihr eine alte Folge, die läuft dann da. Oder ihr könnt dann auf die Info klicken und da ist dann ein Zeitplan, da steht dann drin, wann ich streame. Meistens an einem Samstag, hin und wieder auch mal unter der Woche, wie heute. Und, weil heute ist Donnerstag, heute streame ich mal außerhalb der Zeit. Und, wie gesagt, vielleicht kommt da demnächst noch mehr. Schauen wir mal. So. Aber für heute und für diese Folge bleibt mir nur eins zu sagen. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, eure Josie.